Sie entsprachen dem Schönheitsideal mehrerer Generationen. Sinnliche Frauen mit Kurven, die Künstler wie Monet oder Rubens zu prächtigen Gemälden inspirierten. Doch die Farbe hat Risse bekommen, ebenso wie das abgebildete Schönheitsideal. Heutige Vorbilder finden sich auf internationalen Laufstegen. Von weiblichen Rundungen keine Spur. Nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, dünn zu sein. Dieser Satz stammt aus dem Mund von Kate Moss. Das 35-jährige Supermodel gab während eines Interviews für eine Online-Modezeitschrift ihr Lebensmotto preis. Demgegenüber stehen mehrere hunderttausend Frauen zwischen 15 und 45 Jahren, die in Deutschland an einer Essstörung leiden. In der medizinisch-psychosomatischen Klinik Roseneck erlebt Professor Manfred Fichter täglich, wie essgestörte Patienten ums Überleben kämpfen. So ein Statement wie das von Kate Moss finde ich empörend. Es ist naiv, aber es ist vielleicht auch bösartig. Jedenfalls die, die es hören, die werden verführt, in etwas hineinzugehen und meinen, es sei ganz einfach, so schlank und dünn und modelhaft auszusehen wie Kate Moss. In der Klinik am Chiemsee befindet sich auch Lena T. Bereits zum zweiten Mal wird die magersüchtige Berlinerin von Professor Fichter betreut. Private Probleme waren der Auslöser, dass die lebenslustige Frau rückfällig wurde. Lena kam auf die Intensivstation. Ihre Organe standen kurz vor dem Versagen. Als heranwachsendes Mädchen ist man eh verunsichert, dann ist der Körper einfach das naheliegendste Ventil. So würde ich sagen. Das klingt lapidar, aber es ist einfach eine Option von vielen. Und die liegt dann gerade in dem Alter und gerade bei Frauen, denke ich, näher als zur Flasche zu greifen. Die junge Frau meint jedoch, dass Aussagen wie die von Kate Moss keinen Einfluss auf ihre persönliche Essstörung haben. Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich finde Models nicht schön. Natürlich sind da wahnsinnig hübsche Frauen dabei. Also das ist nicht der Punkt. Und natürlich guckt man dann schon, wenn in den Medien natürlich nur schlanke Frauen dargestellt werden, ist man ein bisschen kritischer. Aber für so eine Krankheit wie die Magersucht hätte diese Bewunderung bei mir nie ausgereicht. Professor Fichter dagegen glaubt, dass die mediale Wirkung von extrem dünnen Frauen in der Werbung nicht zu unterschätzen ist. Gerade junge Mädchen suchen sich Identifikationsfiguren, denen sie nacheifern. Der Medienbereich wirkt auf uns so wie das Wasser auf den Fisch. Er erkennt gar nicht, dass er dauernd in diesem Wasser sich bewegt. Die Modebranche bezweifelt dennoch ihren enormen Einfluss auf junge Frauen. Model-Agenturchefin Luisa von Minkwitz ist überzeugt, dass kein Model Auslöser für eine Essstörung bei einem Mädchen sein kann. Ich glaube nicht, dass eine Kate Moss oder irgendein anderes Model einem Menschen, der kerngesund ist, suggerieren kann, du musst dich jetzt zu Tode hungern, nur um so auszuschauen wie ich. Anders ist der Druck bei den Models selbst. Schließlich geht es um hohe Gagen und die Konkurrentin steht im selben Regal. Doch Modelbookerin Christina Weber ist sich ebenfalls sicher, dass keines der Mädchen aus ihrer Kartei an einer Essstörung leidet. Und vor allem die Mädchen, die hier vor Ort sind, da würde ich sagen, haben wir einen ganz guten Einblick in deren Leben und was die so treiben. Und ich glaube nicht, dass es da so weit kommen könnte oder... Ich glaube schon, dass wir es merken würden. Professor Fichter warnt jedoch davor, mögliche Krankheitssymptome zu unterschätzen. Es ist die psychische Krankheit mit der allerhöchsten Sterblichkeit in dieser Altersgruppe zwischen 15 und 45 Jahren. Das wissen die wenigsten. Und die ist deswegen so heimtückisch, weil die Betreffenden sich nicht krank fühlen, weil sie die Symptomatik eher verstecken, aber sehr stolz sind, auf das Schlanksein. Immer mehr Zeitschriften wollen zukünftig untergewichtige Mädchen für Werbe- oder Modezwecke nicht mehr unter Vertrag nehmen. Ein Trend, dem auch Modelagenturen nicht im Weg stehen wollen. Also ich denke mal, dass man über kurz oder lang sicherlich wieder zu den, wie ich es sage, normalgewichtigen, das ist natürlich für den Betrachter draußen noch lange kein normalgewichtiger Mensch, zurückkommen wird, Models in dem Falle. Das heißt, Frauen, die eben Maße hatten wie Claudia Schiffer, wie Naomi Campbell, wie Cindy Crawford, einfach Frauen, die auch Kurven hatten. Als deutsche Agentur oder auf dem deutschen Markt hauptsächlich agierend, ist es natürlich die Politik von uns. Und mir ist es natürlich auch lieber, dass ich hier arbeite und mich nicht mit den Problemen eben, wie sie im Ausland sind, rumschlagen muss, weil das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Mit ihrer Anti-Magersuchtskampagne kritisiert die Organisation Anat den Schlankheitswahn des Model-Business. Die beste Prävention gegen das gefährliche Schönheitsideal beginnt aber schon im Kindesalter. Nur durch früh entwickeltes Selbstvertrauen kann eine Essstörung vermieden werden.
Denn wer sich und seinen Körper akzeptiert, kann dem Einfluss von Models und deren Kommentaren widerstehen.